einem Stürmer, wie wir es auch schon von der Nationalmannschaft kennen. Und wieder setzt Hansa da im Mittelfeld gut nach. Und jetzt wird Stürmer faul gegeben, er hat mit den Armen nachgegriffen. Foul gegen Radovan Jovanovic. Freistoß für CD Firenze. Und jetzt der Kopfball von Roberto. Keine Gefahr für Jörg Hanul im Tor des FC Hansa Rostock. Auch nicht wirklich, es war mehr eine Rückgabe als wirklich Torgefahr für das Tor für Hansa. Hansa steht hier gut im Mittelfeld, spielt ja ein gutes Spiel gegen die Portugiesen. Ist gut aufgestellt, aggressiv im Mittelfeld, auf jeden Fall aggressiver wie die Portugiesen. Und zeigt hier ein gutes Spiel. Ein kleines Foul von Mohamed Latay, entschuldigt sich sofort. Ein schöner Querpass der Portugiesen. Aber die Flanke bleibt in der Mitte bei Hansa hängen. Und wieder versuchen die Portugiesen das mit einem Querpass. Und diesmal hat Hansa aufgepasst, kann den Ball wieder rausköpfen. Und es gibt Einwurf an der Mittellinie für Firenze. Annahme Probleme bei Sebastian Pelzer, dem Neukapitän im Team des FC Hansa Rostock. Und da haben die Portugiesen schön gespielt und dringen jetzt in den Strafraum ein, legen ihn zurück, aber er kann ihn nicht aufs Tor bringen, den Ball. Und so kann Dexter Lang den Ball jetzt über die rechte Seite raustragen. Und schön weitergespielt, wieder auf Mohamed Latay. Aber er kann sich nicht gegen Luciano durchsetzen. Aber es gibt immerhin eine Ecke für Hansa Rostock. Diese wird ebenfalls von Mohamed Latay ausgeführt. Und die Ecke wird abgeblockt, es gibt erneut Ecke. Da wird noch ein Zehner an den, der Zehner von Hansa an die kurzen Pfosten geschickt, weil die komplette Hansa-Mannschaft stand am 16-Meter-Raum, aber der Trainer hätte gern jemanden am ersten Pfosten gehabt. Der Ball kam dann lang auf Dexter Lang, aber abgepfiffen, weil der Ball schon im Aus war. Es gibt Abstoß für die Portugiesen. Oh. Da hat er sich schön durchgesetzt, der Radovan Jovanovic. Wird dann aber festgehalten und jetzt gibt es die erste gelbe Karte in diesem Spiel. Und es trifft, wenn ich es recht gesehen habe, die Nummer 4, Luciano. Auch zu Recht mit beiden Armen festgehalten, am Weiterlaufen gehindert. Freistoß für Hansa Rostock. Peter Schöber wird diesen Ball ausführen. Oder sollte ein Flankenwechsel geben. Und der geht leider ganz weit raus, nämlich ins Aus. Und da gibt es
Einwurf auf derselben Höhe für CD Firenze. Hansa schön gedoppelt mit Jovanovic und Langen und erzwingen so den Einwurf für Hansa, ausgeführt von Peter Schürber. Moment, Latay löst die enge Situation mit einem Rückpass. Sebastian Pelzer mit einem Problem bringt den Ball nach vorne und jetzt die Chance für die Portugiesen. Spielen den schön raus, aber den Ball kann er nicht aufnehmen und so trudelt der Ball langsam ins Grundlinien aus. Es gibt Abstoß für Hansa. Gut gedachter Einsatz, aber etwas zu stürmisch von Dexter Lang, Freistoß für die Portugiesen. Es ist in dieser Phase schön zu beobachten, wie viel und wie laut auf dem Platz vom FC Hansa Rostock gesprochen wird. Gerade vom Neukapitän Pelzer. Quer über den ganzen Platz feuern sie sich an. Das scheint ein intaktes, funktionierendes Gefüge zu sein. Und Dexter Lang macht seinen Fehler jetzt wieder gut, holt diesen Ball und spielt damit Jovanovic. Doppelpass, das war sehr gut gespielt, aber der zweite Doppelpass kommt nicht an und Jovanovic läuft sich da fest. Holt sich aber den Ball und spielt wieder auf Dexter Lang, der jetzt die Flanke reinbringt. Könnte, wird wieder rausgeschlagen, direkte Abnahme und der Nachschuss von Jeneke über das Tor. Mit etwas Glück aber ein doch gelungener Angriff des FC Hansa. Und haben sich auf der linken Hansa-Seite wieder sehr schön freigespielt. Mohamed Latay kriegt den Ball jetzt ganz rüber. Und dann der Pass auf Tschürbar und der zurück zu Dexter Lang. Und jetzt muss Hansa hier ein wenig neu aufbauen. Der neue Blondschopf, Michael Wiemann. Der Tim Sebastian nicht nur.